Der ehemalige Dancing-Stars-Juror Dirk Heidemann sorgte diese Woche ganz schön für Wirbel. Gemeinsam mit seiner guten Freundin Gabriele Iazetta, die wiederum als Schmuckdesignerin der Stars bekannt ist, war er bei Krone TV zu Gast. Und da gab es ganz schön brisante Aussagen. Unter anderem verglich er den ORF mit dem DDR-Fernsehen und sprach über den Verlust seiner Freunde an AIDS. Das alles und noch mehr gibt es heute in unserer Ader bei Prime. Und somit herzlich willkommen. Hallo. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Dein Schmuck ist nicht nur schön, sondern auch wirksam. Du arbeitest mit Heilsteinen, richtig? Ich arbeite mit Heilsteinen, aber auch mit Energie der Worte. Hat uns Masaru Emoto schon vor 20 Jahren gezeigt, Wasserkristallfotografie. Wenn man Wasser bespricht oder so, wir bestehen ja auch zum Großteil aus Wasser und in der Bibel steht, am Anfang war das Wort. Also auch Worte haben uns ja auch zu den Menschen gemacht, die wir heute sind, geprägt. Also deswegen arbeite ich auch immer, wenn Worte, die direkt auf der Haut aufliegen. Ja? Also ich trage zum Beispiel eine Kette, da steht auf der Rückseite, Geld will unbedingt zu mir. Das steht und ja drauf und das kommt dann, ja. Naja, es gibt auch diese Motivationstrainer, die sagen, man muss die Thymusdrüse klopfen und einen positiven Satz sagen. Ja. Und dann geht das in unseren Zellkörper über und jetzt klopft das ununterbrochen in meinen Zellkörper hinein. Es und es wirkt. Es wirkt. Ja. Es klopft. Ich höre nichts klopfen. Du musst die Kette tragen. Du musst die Kette tragen. Ja, Geld will unbedingt zu mir. Sprechen wir mal drüber, ja. Dancing Stars läuft aktuell. Geht schon ein bisschen so in Richtung Finale. Verfolgst du es noch? Nein. Gar nicht? Nein. Also das heißt, ich habe das am Anfang verfolgt wegen Martina Reuter. Weil ich habe ihr auch ein bisschen Tipps gegeben und so und das war mir schon wichtig. Und ich weiß, dass sie auch sehr die Sendung liebte und war ganz Feuer und Flamme für die Sendung. Und dann habe ich mir die erste Sendung angesehen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also das ist nicht die Sendung, so wie ich das kenne. Miriam Weichselborn, ja, die ich wundervoll finde. Und Miriam Weichselborn wirkt für mich wie eine Lichtgestalt der Internationalität und des guten Geschmacks in einem Fiasko des schlechten Geschmacks. Jetzt durch die, auch der Garderobe, also des Kostüms. Jetzt, wo ich das gesehen habe, die erste, zweite, dritte Sendung irgendwie so, denn nur noch so durchgescrollt habe mit meinem VPN-Dings, damit ich ORF reinkriege und gewechselt habe von ORF nach ZDF oder nach, von ZDF nach ORF, Quatsch, RTL nach ORF, ja, gewechselt habe, das war mir wirklich so wie in den 70er, 80er Jahren, wo die großen Abendshows waren, als wenn ich vom Westfernsehen ins Fernsehen der DDR wechsle. Ja, also war wirklich vom Niveau her, von den Klamotten, von den Garderobe, generell, auch die Interaktion zwischen den Juroren, so, Tänzern auch, ja. Wobei ich sagen muss, dass keiner sagt, ich will die Tänzer schlecht machen und dass auch keiner sagt, ich mecke jetzt über die Sendung, weil ich nicht mehr dabei bin, weil ich sehe mich da überhaupt nicht mehr. Die Tänzer, besonders der Danilo Capisi oder der Dimitar Stefanin oder der Florian Scheider, das sind wirklich sehr gute Tänzer, die da ihren Job gut machen. Ja. Aber bei uns war es damals bei, um das jetzt mal abzuschließen, dieses Thema. Ja, weil das war, alle, viele Leute denken, das war ein Highlight, das größte Highlight meines Lebens, Ex-Dancer. Ich habe so viel, ich hab in Kanada ein ganzes Tanzturnier auf dem Sportfernsehen moderiert in Englisch. Das ist ein Highlight. Ich habe ein Musical in China gemacht. Das ist ein Highlight meines Lebens, aber doch nicht Dancing Stars. Also liebe Leute, ich liebe Österreich sehr, ich liebe Wien. Ich habe Dagmar Koller kennengelernt. Das war ein Highlight. Da danke ich dem ORF sehr für, dass ich das durfte. Aber wie sie uns rausgenommen haben, nämlich dass sie uns noch nicht mal angerufen haben. Nicole Hansen hat es aus der Presse erfahren. Den Eberhardinger Klaus haben sie ja gleich schon positiv weggetestet, noch in der Corona-Zeit. Und ich wurde dann, nachdem mein Management 70 Mal versucht hat, sie zu erreichen, dann informiert, ja, ich bin auch nicht mehr dabei. Klare Worte von Dirk. Ich fand es respektlos, dass man uns überhaupt nicht informiert hat und wir das quasi aus der Presse erfahren haben.
Und finde es einfach auch ohne Anstand. Es ist kein Anstand. Es gibt eben Leute, die finden sich da sehr wichtig. Ich brauche alles, Gesundheit, Liebe, Freunde, aber ich brauche nicht den ORF. Würdest du selbst mitmachen bei Dancing Stars? Sehr gerne, wirklich? Sehr gerne. Na schau, ja, ja. Würde dir der Schmuck helfen? Gibt es da speziellen Schmuck? Ja, sicher, ja, Energieschmuck. Was würdest du? Ja. Energieschmuck. Ja, es gibt so richtig starken Energieschmuck, der richtig Power gibt. Was sagen die Leute, wenn sie dich fragen, jetzt passiert mir aber trotzdem das, jetzt passiert mir das und dabei habe ich ja den tollen Schmuck, was antwortest du denen? Es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Mhm. Also kann mich an keine einzige so eine Frage oder erinnern. Ja. Also eine ganz berühmte Dame, die ist ja in Österreich nicht so bekannt, ist die Gabi Köster. Natürlich, ja. Ja, und man kennt sie behangen mit Heilsteinen. Die hat mich ja sogar in ihrem Buch eine Widmung, also eine gedruckte Widmung, dass ihr meine Heilsteine geholfen haben, wieder zurückzufinden. Ja. Also eine große Unterstützung waren. Gabi Köster ist nicht die Einzige, die ein Buch geschrieben hat. Ja. Auch du hast ein Buch geschrieben. Auch Martina Reuter, die hat zwei geschrieben. Ja. Ich habe eins geschrieben. Ich hab, mit einem sehr passenden Titel. Mit einem Titel, das heißt Tanz aus der Reihe und oft einen Schritt zu weit. Ich wurde angefragt, doch mal mein Leben aufzuschreiben, weil ich wirklich sehr viel erlebt habe, weil ich war ja auf der ganzen Welt unterwegs. Dann eben über mein Leben und auch über mein Outing, über meine homophoben Erlebnisse und um ein, ja, ein Outing in einer Zeit, wo das ja, ja vom, es gab ja den Paragraphen noch, da war das ja noch quasi verboten eigentlich, ja, also Homosexualität war ja da noch nicht so gesellschaftsfähig. Wann war dein Outing? Wann war mein Outing, das war 1978. Mhm. Da wurde das Metropoltheater in Berlin, ein altes Theater, das wurde renoviert und wie Studio 54 in New York gemacht, ein Riesendisco. Und da war ich mit einem Freund mit Strassborschen und geschminkt, also wie soll ich sagen, Glimmer mal, also Disco-Zeit, ja. Und dann kam die Berliner Abendschaft von West-Berlin, die Abendsendung. Und die haben natürlich Kamera auf und dann mein Kindermädchen, mein altes Kindermädchen, Tante Röschen, mit der ich, die leider schon verstorben ist, aber mit der ich sehr geliebt habe, weil das meine zweite Mutter war. Meine Eltern haben sehr viel gearbeitet. Meine Eltern waren so Wirtschaftswundereltern, ne, die so nach dem Krieg das alles aufgebaut haben. Und Tante Röste, die hat, meine Mutter hieß Ruth, und die hat es gesehen. Die sah mich da geschminkt und dann damals mit diesem Don't touch, watch but don't touch, mit diesem, das war diese Attitude, die man damals hatte in den Nightclubs, ja, mhm. Was auch gut war. Dadurch habe ich mich, bin ich nicht an AIDS gestorben, ja. Andere waren ja viel anders drauf, ja. Das war ja auch die Zeit, wo sich die Leute alle infiziert haben, ja. Die sind zwar erst alle Anfang der 80er gestorben, aber die waren alle zu dieser Zeit ja schon infiziert, viele. Ich habe ja meinen ganzen mein ganzer erster Freundeskreis von, mein gesamter erster Freundeskreis, als ich 18 war, 17, 18, 19 war, die sind alle tot. Wirklich? Und ich habe einen zweiten neuen Freundeskreis aufbauen können, dann Ende der 80er, Anfang 90er, wo es dann so ein bisschen was gab. Jetzt geht's ja, jetzt kann ja jeder HIV-positiv sein. An mir ist der Kelch vorbeigegangen, Gott sei Dank, weil ich aber auch immer in Beziehungen recht treu war, ja, also ich war immer treu und war auch sehr vorsichtig, aber... Recht treu oder treu? Recht treu. Du, recht treu. Wenn man dann nicht mehr so recht treu war, dann war es eigentlich schon zu Ende. Also okay. Irgendwie. Ah, ja. Okay. Und ja, und das war schon, darüber spricht heute gar keiner mehr. Das ist also überhaupt kein Thema mehr. Und es sind so viele Leute mit Fotos, ich kann dir Fotos zeigen, von irgendwelchen Partys oder Disco am Boden schauen oder Events, irgendwas in West-Berlin damals oder in London oder sonst wo, wo ich mit da drauf bin, mit dem, tot. Und war großteils an AIDS tatsächlich. Alle. Wahnsinn. Alle, auch Frauen. Unglaublich. Auch Frauen. Weil es gibt ja auch viele bisexuelle Männer. Und die haben es dann eben da dann auch an Frauen übertragen. Ja? Und die Sexualität des Mannes ist eben, auch mal ich eingeschlossen, ich bin ja einer, ja, ist eine andere, meistens, die einer Frau. Ein Mann ist ein Jäger, der will immer. Frauen sind anders. Frauen sind,
da gibt es auch welche, die ganz schön heavy drauf sind, die da mal schon nach Disco gern mal sich da einen reinziehen oder so. Ne? Also das gibt's auch. Das ist ja nicht so, dass nur Männer sind. Aber in der Regel ist so mit Mädchen so, da geht man erstmal mal. Lernt man sich kennen, geht man trinken und so. Und da geht es nicht gleich zur Sache. Turbulente Zeiten, von denen Dirk da spricht. Aber auch über die heutige Szene hat der gebürtige Berliner so einiges zu sagen. Du kannst ja in Berlin zum Beispiel in der Szene, in der LGBTQ-Szene, besonders in dieser Leder-Szene da, gar nicht mehr ausgeben. Es gibt dort Partys im Laboratory in Berlin, das ist neben dem Berghain, diesem bekannten Tempel da in Berlin. Da musst du deine Klamotten, deine Sachen alle ausziehen, Naked Parties. Alle ausziehen, darfst nur deine Socken und deine Schuhe anbehalten. Alleine dieses Bild, wenn ich mich vorstelle, wie ich nackt, nur mit Socken und Turnschuhen, eine oder was vielleicht auch immer für Schuhen, eine Tanzfläche betrete, dieses Bild, ich würde da vor Lachen schreien zusammenbrechen. Das machen die, die stehen und ich kenne Leute, die da hingehen, auch in meinem Alter. Da denke ich mir, das kann doch nicht sein. Bitte, wo ist denn hier die Sittenpolizei? Also ich meine, das geht, es ist ein bisschen Sodom und Gomorra. Ich meine, LGBTQ, ja, Freiheiten, ja, unsere Werte, die wir haben in der freien Welt, ja, für LGBTQ++++, aber bitte mit gutem Geschmack und mit Stil, bitte. Spannende Erzählungen von Dirk, nun aber kurz zurück zu Gabriele, denn auch sie weiß über einige Dinge Bescheid, zum Beispiel, wie das nun so ist mit der Energie. Man sagt ja, es gibt Energiefelder, also da sind wir auch unbewusst verbunden. Jeder von uns hat ja eine Aura, ein Energiefeld. Das kann man ja auch in Bildern zeigen. Wenn du eine positive Aura hast, dann strahlst du das ja auch und der Nachbar, der neben dir ist, wird dadurch auch angesteckt. Und du bist automatisch, ob man es daran glaubt oder nicht, wir sind mit Energiefeldern verbunden. Also ich habe ja auch eine wissenschaftliche Zeitung 16 Jahre gemacht, über das Universum, und deswegen weiß ich, es gibt Energien. Ja. Und Energie wird auch nie vergehen, hat ja auch schon Albert Einstein gesagt. Und das ist unsere Entscheidung, mit welcher Energie wir uns verbinden. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort, dass man wirklich auf sich selber achten soll, achtsam sein, oder? Und mit positiver Energie in den Tag und ins Leben starten sollte. Sehr schön, meine Lieben. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ja, Dankeschön. Wir danken. Mhm. Ich danke, mich. Du dankst, dir beide danken. Das nächste Mal, vielleicht sehen wir dich bei Dancing Stars. Ja, das wäre schön. Dich sehen wir woanders im TV, da bin ich sicher. Ja, nicht bei Dancing Stars. Nein. Eher nicht mehr bei Dancing Stars. Aber danke schön, alles Liebe. Mickey Mouse, Donald Duck und Ariel haben uns in unserer Kindheit begleitet und unsere Fantasie geprägt. Die Erfolgsgeschichte von Disney ist einzigartig. Und jetzt feiert der Konzern seinen 100. Geburtstag. Unter anderem mit einem spektakulären Konzert in Wien. Für welches Firmenjubiläum habe ich mich wohl so rausgeputzt? Richtig geraten, Disney feiert 100-jähriges Firmenjubiläum und hat dafür viele Feierlichkeiten geplant. Eine davon, das Disney 100-Konzert in Wien, und ich durfte die Artists interviewen. Meistens kommt alles anders. Zweitens, als man denkt. Wahlösterreicher und Musical-Ikone Drew Sarich war ganz kurzfristig einberufen worden, um das Konzert in Wien zu retten. Ich habe vor, sage ich mal, 4 oder 5 Tagen den Anruf bekommen, dass ein Kollege krank ist. Und jetzt springe ich da ein. Für ihn ein ganz besonderer Job. Ich bin 97 von der Schule in Boston nach New York gezogen. Und einer meiner ersten Auditions war für das Workshop von Glöckner. Und ich kannte den Film nicht, aber ich sagte, ich habe heute eh nichts zu tun, dann gehe ich dahin. Und was für ein Glücksgriff. Es hat mein Leben geprägt. Draußen, dort
im Glanz des Himmelblaus. Was ich hier gäb dafür. Zum Glück kenne ich die Lieder irgendwie schon. Man steht mit 75 Menschen auf der Bühne und frag mich nicht, wie viele Tausende hier. Das ist Adrenalin, Adrenalin, Adrenalin. Da war auch RTL-Moderator Simon Beck, der durch den Abend führte, begeistert. Wie groß ist dein Respekt vor diesen Künstlern, vor allem wenn man dann zu kurzfristig noch einspringen muss? Ey, es ist der größte Respekt, um ganz ehrlich zu sein. Ne? Die merken sich ja Texte. Und jetzt denkt man ja als Moderator im Radio und Fernsehen, ja, Texte lernen, das kann der schon. Das kann ich null. Ich habe da kein Talent für. Und es gibt ganz wenig Moderatoren, die das wirklich richtig gut können. Ich glaube, im deutschen Fernsehen kann das nur Kai Pflaume. Das ist mindestens ein Talent neben der Stimme, die man mitbringen muss, sich diese Sachen irgendwie in den Kopf zu hämmern und dann die da irgendwo abzuspeichern, dass man sie auch wieder abrufen kann. Aber es ist mir ein Rätsel, wie man sich ein ganzes Lied merkt. Wie hoch ist der Anspruch, als Künstlerin für Disney zu performen? Oh mein Gott, das ist ein hoher Anspruch, auf jeden Fall für Disney zu performen. Ich habe auch mit Disney Theatricals gearbeitet. Der Anspruch ist so hoch, aber was das Schönste mit Disney zu arbeiten ist, dass die verlangen viel, aber die helfen dir dabei, diesen hohen Niveau zu erreichen. Es ist nicht nur, du musst das machen, es ist wirklich eine Zusammenarbeit. Und man wird kultiviert und gementort auf dem Weg. Disney ist nicht wie der Job. Es ist wirklich für mich als Darstellerin wirklich ein Ritterschlag, für Disney offiziell auch performen zu dürfen. Und ich versuche niemanden nachzumachen. Ich versuche immer noch ich zu sein, trotzdem in der Interpretation zu sein, wie der Charakter es irgendwie auch ein bisschen verlangt oder auch, wie ich finde, einfach dazugehört einfach. Aber ich bringe schon mich als Roberta mit rein, definitiv. Der Abend war für viele ein Magic Moment, nicht nur für Drew Sarich. Da muss man jetzt natürlich die Frau nennen, die man kennengelernt hat. Wie bei den Oscars, Frau, Kind, Gott. Erstmal danke Mama dafür, dass das möglich geworden ist überhaupt. Frau, Kind. Und ja, klar gehört so ein Job auch zum Leben dazu. Das ist ja wirklich in unserer heutigen Zeit schwierig, Bilder abzuspeichern, weil alle 3 Sekunden irgendwo ein neues Bild kommt. Aber das sind so die großen Bilder, die bleiben. Ne? Der Disney-Film, der mich geprägt hat, war tatsächlich Ariel. Ich bin damit aufgewachsen. Das ist auch für mich eine absolute Ehre, den Song auch dann in der Show zu performen. Ich bin mit Disney aufgewachsen, die Musik, und das hat mich immer zum Singen verleitet. Es hat auch ein Stückchen weit damit beigetragen, dass ich Sängerin geworden bin tatsächlich, weil die Musik mich immer berührt hat. Da komm noch zu mir, jetzt ist es Zeit, ich bin bereit. Bald geht wieder der Song Contest über die Bühne und die Wettquoten, die sprechen für unsere Powerfrauen Thea und Salena, die nun nach Liverpool aufbrechen werden. Davor gab es aber noch eine Session mit tollen Songs und spannenden Interviews. Anni Müller-Martinez hat mit den Sängerinnen nämlich noch ein bisschen geplaudert. Geht sehr langsam ans Eingemachte. Ihr habt, als ihr den Song präsentiert habt, einer Kollegin gesagt, es geht eigentlich noch, ihr seid noch recht entspannt. Wie schaut es denn inzwischen aus mit den Nerven? Also, wir sind eigentlich immer noch relativ entspannt. Also dafür, dass es bald losgeht, ja, sind wir erschreckend entspannt, würde ich sagen. Aber das heißt eigentlich auch nur,
dass es jetzt noch ein bisschen dauert und ich glaube, wenn wir dann vor Ort sind, werden wir verstehen, oh, es geht jetzt wirklich los. Spätestens auf der Bühne, ja, würde ich sagen, oder dass man dann irgendwie checkt. Oh Gott, ja, okay. Ja, sag ich ja. Oder halt in so Momenten wie diesen, wo, ja, man sich dann wieder die Menschenmasse vorstellt. Wo man drüber nachdenkt, weil jetzt gibt es auch nicht wirklich viel Zeit, drüber nachzudenken. Und ich glaube, sobald wir irgendwie mehr drüber reden und dann versuchen zu verstehen, dass das 160 Millionen Menschen sehen, dann sind wir auch, oh. So I'm stepping 1, 2, where are you? You're still in my heart. Schon angefangen zu packen. Was packt man da alles ein? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das muss auf jeden Fall mit? Gibt es irgendwie Glücksbringer oder irgendwas, was ihr euch auf eure Liste geschrieben habt? Also was mal fix ist, ist Unterwäsche, Socken, ja. Kostüm wäre auch noch gut. Ja, wäre auch nicht schlecht. Wenn wir das Bühnenoutfit noch, genau, mitnehmen würden. Also wir sind da komplett überfragt, wir sagen es ja ganz ehrlich. Wir sind echt überfordert, was das Packen angeht. Wir haben auch noch nicht angefangen. Hast du eine Liste eigentlich? Nein, vielleicht wäre das nicht so schlecht. Ich würde mich echt gerne eine Liste schreiben. Vielleicht können wir da so ein bisschen... Ja, ja. Can't turn around, no water guns. No, no, I don't wanna be a soldier. Was ist denn Ihre Einschätzung? Geht es für Österreich dieses Jahr endlich mal wieder auch ins Finale? Also wenn man den Wettquoten glauben kann, müsste ich das gut ausgehen mit Finale und ein Top-10-Platz werden im großen Finale. Ich bin nur ein Zweckpessimist und ich fahre mit keinen allzu großen Erwartungen zum Song Contest. Zu oft sind wir schon nicht ins Finale gekommen. Einmal gewonnen, einmal dritter Platz und ich glaube, heuer könnte es wieder eine Top-Platzierung werden. Jede Sekunde, die wir da gerade erleben, ist einfach komplett surreal für uns und wir verstehen eigentlich auch gar nicht, was gerade abgeht. Und vor allem die Pre-Partys, da sind wir zum ersten Mal in Berührung gekommen mit der Eurovision-Familie. Und tatsächlich ist es noch viel besser, als wir es uns erträumt hatten. Von dem her, es ist schwer zu sagen, aber irgendwie alles. Ist denn irgendein Land oder eine Fan-Community, wo ihr sagt, die ist ganz besonders aufgefallen und die habt ihr jetzt schon irgendwie im Herzen mit drin? Abgesehen von Österreich natürlich. Boah, also ich muss sagen, als wir in Madrid waren, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber mir kommt vor, dass das bis jetzt so am meisten, also dass Madrid so am meisten da mitgefeiert hat und mitgefeuert hat, wollte ich gerade sagen. Das waren auf jeden Fall die lautesten Fans, glaube ich. Ja. Was wäre denn Ihre Botschaft an die Delegation jetzt kurz bevor es nach Liverpool geht? Have fun. Einfach genießen. Das ist so ein ungewöhnlicher Moment. Das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Moment und das muss man einsaugen, das muss man mitnehmen. Da darf man nicht zu streng zu sich selber sein, da muss man einfach Spaß haben. Who the hell is Edgar? Das war es für diese Woche aus der High Society. Auf KRONE.at werden Sie täglich mit heißen News aus der Welt der Stars und Sternchen versorgt. Ich wünsche Ihnen alles Liebe und hoffe, wir sehen uns bald wieder.